Florentino Perez, der Präsident von Real Madrid und auch einer der führenden Köpfe hinter der Super League, gibt wohl noch nicht auf. Gestern hat er ein Interview gegeben mit dem Radiosender SER und da sagte er Folgendes auf die Frage, ob denn jetzt alles vorbei sei. Er sagte, da liegen sie komplett falsch. Es ist klar im Vertrag, dass du nicht gehen kannst, sagte er hinsichtlich der Clubs, die jetzt aussteigen wollen wieder aus der Super League. Es war, als hätten wir jemanden getötet. Es war, als hätten wir den Fußball getötet, aber wir versuchen, einen Weg zu arbeiten, um den Fußball zu retten. Ich bin seit 20 Jahren im Fußball und ich habe noch nie Drohungen wie diese gesehen. Ja, also ich muss natürlich auch sagen, ich finde Drohungen natürlich nicht gut, aber dass jetzt die Leute einen Aufstand machen, dass sie friedlich demonstrieren, dass sie ihre Meinung kundtun, ich meine, das konnte man ja so ein bisschen erwarten. Und dass diese ganzen Bosse das nicht haben kommen sehen, das zeigt doch eigentlich, wie weit entfernt sie von den Fans sind. Ich meine, jeder von uns hätte gewusst, dass so etwas zu vielen Leuten führt, die damit nicht happy sind. Zu sehr, sehr vielen Leuten, Mitgliedern im Verein, die das eben dann noch laut kundtun. Das hätte jeder gewusst, außer anscheinend die Bosse von diesen Clubs. Weiter sagte Perez, die 12 Vereine haben den gleichen Vertrag unterschrieben, ohne Wenn und Aber. Wenn Sie mich fragen, ob ich PSG und Bayern gerne dabei gehabt hätte, dann würde ich ja sagen, aber sie sind nicht mit dabei. Ja, also es klingt ja so, als ob er da noch nicht aufgibt. Auch der Boss von Barcelona soll gesagt haben, dass er noch daran glaubt, dass die Super League noch kommt. Also dass das eher aufgeschoben ist, nicht aufgehoben, nach dem Motto, zwar der Shitstorm zu groß, aber dass sie da nochmal angreifen werden. Das glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass die Super League schon vorbei ist. Ja, das war jetzt ein großes Unwetter gegen diese Bosse und dann mussten sie es zurückziehen. Die Fans sind ja komplett eskaliert. Das war auch gut, dass man so reagiert hat, dass man, und da meine ich jetzt den friedlichen Protest natürlich. Und ja, ob die Super League nochmal einen Angriff wagt, dann sogar mit Bayern und Paris, ich weiß ja nicht. Ich finde es auch komisch, dass man sich so irgendwie darstellt wie der Retter des Fußballs und sonst wird der Fußball nicht überleben und sonstiges so. Ich glaube, es gibt einen einfacheren Trick, wie man vielleicht den Fußball überleben lassen könnte. Und das wäre vielleicht, wenn man mal ein bisschen sorgt, diese Geldblase mal wieder ein bisschen einzudämmen. Mit weniger Spielergehältern, weniger Beraterhonorare. Das hat auch den Fußball so teuer gemacht. Und nicht irgendwie, dass wir noch mehr Spiele brauchen, weil dann geht es ja immer so weiter, Und irgendwann wird das Ganze platzen, weil die Leute können nicht mehr Spiele gucken, ja. Und da hat auch Gündogan etwas sehr Spannendes gesagt. Er hat gesagt, ey Leute, Super League ist die eine Sache. Die andere Sache ist die neue Reform der Champions League. Auch da wird es mehr Spiele geben. Und auch das gefällt vielen Spielern nicht und vielen Fans auch nicht. Also ob diese neue Champions League so viel besser ist als eine Super League, weiß man eben auch nicht, ja. Also es wird schwieriger. Und ich glaube, diese Fußballblase, die droht wirklich zu platzen. Und ich finde, man sollte sich da eher wieder ja, an seine Wurzeln besinnen, anstatt immer neue Wettbewerbe, noch mehr Spiele, noch mehr, noch größer, noch weiter, noch höher. Das wird meistens nicht gut gehen, meiner Meinung nach. Was ist eure? Schreibt gerne in die Kommentare. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.